Wir spielen heute Minecraft und Hallöchen Melli. Lol, es ist ja Mittwoch. Die Memos höre ich mir irgendwann heute Nacht an. Ja, irgendwann. Mal ganz kurz gucken. Die ersten beiden, da habe ich gesehen, hätten auch ruhig in einer Nachricht sein können. Okay. Ja, das mache ich dann in 3 Tagen, dass ich mir die anhöre. Wir spielen heute Minecraft. Achso, gut. Haben wir das gemacht? Ich wollte hier noch ein Haus bauen. Entsinne ich mich. Dann machen wir das doch mal. So, die Blümchen hier entfernen. Also ich kann hier innen eigentlich auch schon den Kram entfernen. Ja, machen wir so. 2, 3. 1, 2, 3. Wollte nur... eigentlich wollte ich nur die lange machen. Das war ein Versehen, soweit das die zu kurzen... Uff. Okay. Es sei verziehen. Jetzt muss ich... wegen dem ganzen Gras hier, ne? All dieses Gras! Was ein Dürbel! So, zack, zack, zack. Genau. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe keine Axt mehr. Das sind 2 Probleme, um die wir uns kümmern könnten. Entschuldigung. Ich werde sehen. Ich glaube, ich werde es eher hören als sehen, aber ja, doch. Achso, du warst du beim letzten Mal dabei, Melli? Hier oben ist Eisen. Genau, da, ich habe nur ein bisschen. Ich habe nur minimal was an Eisen. Ich kann mir auch noch eine Spitzhacke machen, ne? Ja. Wobei, ich brauche erstmal eine Axt. Türchen. Sticks. Kurz? Was kurz? Hä? Was habe ich jetzt verpasst? Ich habe wieder irgendwas nicht verstanden. So, und dann die Eisenspitzhacke. Und jetzt gucken wir mal. Ach, ich mag das Gebäude hier sehr gerne. Jetzt gucken wir mal da oben nach. Alter, das ist ja gar nicht lol. Moin Not, was geht ab bei dir? Wo ist denn. Du hast. Also, du bist noch Abo, Melli, keine Sorge. Das ist, wenn denn dann gerade ein. Fehler von Twitch. Du hast noch dein blaues Krönchen. Alles gut. Ich habe gerade auch irgendwas aufgenommen. War es wieder ein Ei, was ich aufgenommen habe? Wo ist meine B-Taste? Da ist meine B-Taste. Ich habe keine Ahnung, was ich aufgenommen habe. Du hast gefragt, wo ich glaube. Achso, okay, gut. Ich habe mich selbst verwirrt. Ja. Wir werden heute aber vermutlich für einige Zeit zum letzten Mal hier sein. In diesem Gebiet. Außer ich möchte hier wieder auf kurz oder lang zurückkehren, aber das ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht mein nächster Versuch. Da war was. Okay, gut, Krone da. Alles gut, alles gut. So, und zwar würde ich zu den Feldern zurückkehren. Da wollte ich ja auch noch ein Dorf bauen, dass wir das dann als nächstes machen würden. Oder halt so ein Städtchen. Und dann müssen wir nochmal irgendwann, aber das ist wirklich für die Zukunft TM. Also zum einen muss ich ja hier noch fertig machen. Achso, jetzt entsinne ich mich, warum ich die Wolken so hoch hatte. Weil die durch meine Burg fliegen. Wohin wollte ich jetzt mit dem Gedanken? Achso, genau. Als wir auf dem Weg zu all den ganzen... zu dem Dschungelbiom waren, ne, beziehungsweise zu dem Bambusbiom, haben wir auch ein Winterbiom gefunden. Dahin möchte ich noch immer gerne ein Portal basteln, damit wir auch dort ein Dorf bauen können. Was ist denn da los? Ein Minesänger, Minecrafter! Moin Mod, was geht ab bei dir? Ich habe gesehen, dass du einen etwas größeren Raid bekommen hattest. Freut mich, das gesehen zu haben. Endlich hat Mod mal die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient.
So, ich habe vielleicht ein, zwei Baby Oak. Wie läuft denn momentan dein Final Fantasy 8 Playthrough? Ich komme irgendwie in letzter Zeit nicht so wirklich dazu, irgendwelche Streams zu verfolgen, was ein bisschen doof ist. Also ich habe immer mal wieder versucht, bei dir reinzulurken. Aber so viel von der Story habe ich nicht mitbekommen. Dort, vielen, vielen lieben Dank für deine Suppe. In 2 Monaten steht dir das Krönchen ausgezeichnet. Ich finde schön, wie das bei mir im Chat steht. Not subscribed at tier. Nächste Zeile, one, Punkt. Stimmt, wir haben noch mit den Subtember am Laufen, ne? Alle Subs kosten nur 2,50 statt 5. Vorausgesetzt, ihr seid an dem Rechner. Über mobile Endgeräte geht das nicht. Sind leider nicht viel über längere Zeit da geblieben, bin scheinbar doch ein interessanter Sack. Ich wusste es immer. Schon eine sehr geile Überraschung. Bin ich deine dann bist du meine Prinzessin, genau. Ist Nestflo nicht ein Pokémon-Streamer? Vielleicht hättest du Pokémon gespielt, wären sie vermutlich alle da geblieben und gefollowt. Na, du bist immer eine Prinzessin. Oh. Und immerhin haben wir noch mal ein bisschen was an Holz rausgeholt. Ja, ich hätte mir mehr gewünscht, aber das ist okay. Plöpp. Ja, Flo streamt zum großen Teil Pokémon, da kennen wir uns auch. Ah. Über mein Handy wird das 7 Orken kosten. Deswegen sage ich ja, ne? Muss über PC machen. Handy ist es halt, die Mobilfunkanbieter wollen damit verdienen. Ich glaube, das waren die. Ihr streamt immer das Arena Battle 3, eine Arena-Leiter, Burg in Ultrasonne und Ultramond, in der ich einer der Leiter bin. Da kennen wir uns auch. Ah! Du bist ein Arena-Leiter! Und über Handy ist es möglich, das mit dem Angebot zu nutzen. Man muss nur über die Browser-Seite von. Ach, schau mal, na, guck! Das wusste ich nicht, Mod. Also nutzt nicht die App, sondern nutzt die Browser-Version. Oder benutzt einfach euren PC, weil ihr alte Säcke seid, so wie ich, und dementsprechend Handy für euch eine andere Welt ist. Ich meine, ich nenne sie noch immer Handy statt Smartphone. Ne? So. Zumindest all meinen Informationen nach. Ich vertraue dir da einfach, Mod. Achso, wir hatten ja auch angefangen beim letzten oder vorletzten Stream. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Jetzt, wo ich so wenig streame, ist es ein bisschen schwer für mich, sogar den Überblick zu bewahren, was wann wie wo passiert ist. Na, aber wir haben schon angefangen, das Layout der Stadt da unten zu machen. Bin schon im Bett, da ist Handy. Wir haben nicht mal 8:30. Warum bist du schon im Bett? Hast du nicht Urlaub? Nee, hast du nicht, Entschuldigung. Aber wir haben trotz alledem nicht mal 8:30. Da. So wird das dann auch schon. Das muss halt jetzt nur noch hoch. Ganz, ganz weit hoch. Und dafür brauchen wir elendig viel. Also holy moly, werden wir wieder viel brauchen. Viel, viel schwarze Tintensäcke. Also halt wirklich viel. Uiuiui. Ja, und jetzt einmal wieder hoch, ne? Weil ich wollte nur zeigen, dass wir das Layout schon mal angefangen haben. Eigentlich mittlerweile schon war das... Septon, vielen lieben Dank für deinen Sub. Was geht ab bei dir? Das Projekt geht schon seit, ich glaube, Januar und seit März mache ich mit. Hab da jemanden besetzt. Mittlerweile ist aber Liga 2, in der ich Leiter war. Abgeschlossen, das Ende der Ausstrahlung rückt in Sichtweite. Es sind, glaube ich, noch 40 Kämpfe oder... 40 Kämpfe, das ist eine Menge. Gerade nochmal nachgeschaut, ihr bei Handys einfach in den Browser. Nutze nicht die App. Was denn Scam, die App dann einfach ist? Holy moly. So. Schaut euch das Dörfchen. Das Dörfchen... Oh, jetzt würde ich ganz gerne irgendwie eine Möglichkeit haben, eine Folge aus dem LP rauszusuchen, wo ich einen eine ungefähr gleiche Ansicht habe, von da oben irgendwie aus, hier aufs Dörfchen,
um zu zeigen, wie sich das verändert hat. Ich meine, ich habe noch immer einen Screenshot irgendwo, oder ich habe den schon gelöscht, da bin ich mir jetzt sogar nicht mehr sicher. Bei dem wir hier da oben noch nicht mal die Burg stand und ich gerade erst angefangen hatte, den Tunnel durch den Berg hindurch zu buddeln. Glaubgifte Subs können den ersten Monat auch für die Hälfte verlängern. Genau, ja. Ich kann mal kurz mit einem Haufen TNT vorbeikommen und du zeigst dann danach, wie sich alles verändert hat. Und Leute, die Tier 2 oder Tier 3 abonniert haben, aber nicht Tier 1, können auch den September. Wie denn das not? Achso, ich wollte jetzt hier weitermachen bei dem Häuschen. Und Zwerchen, Lärchen. Ich meine ja nur. Und Zwerchen, Lärchen, machen wir das so. Ich bin jetzt bald in der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Ich hatte ja gesagt, ich sammle dich, wenn ich in der... Ah! Das freut mich, dass du die Ausbildungsstelle gefunden hast. Beginnt dann... Ist aber ein bisschen spät für dich zu beginnen, ne? Wobei, es müsste gehen. Ich glaube, so ein Monat fehlt dir, ne? Oder ein oder zwei Monate müssen dir fehlen. Aber das... Keine Sorge. In den ein oder zwei Monaten lernst du nicht viel in der Berufsschule. Ich weiß, es klingt gemein, aber es ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, warum es geht, aber es funktioniert. Wenn man also keine 10 oder 25 Euro zahlen mag, dann kann man immer noch 2,50 für die T1 Sachen zahlen. Ah, okay. Die Ausbildung kriegst du problemfrei hin. Da glaube ich an dich, Septen. Keine Sorge. Jo, ich würde ganz gerne das Dach so ein bisschen emulieren. Und Zwerchen brauche ich dafür Kram von da hinten. Ach, das auch mit den Wegen, ne? Ist schön. Das Häuschen haben wir ja auch. Und dann haben wir jetzt hier die Taverne. Die Taverne ist als der größte Gebäude. Stonebricks da. Hier und die. Ist in dem Berufsbildungswerk. Ich mache jetzt erst eine Erprobung und am nächsten Jahr geht's dann. Ah, nice. Nice. Eine Ausbildung, ich muss wirklich gestehen, eine Ausbildung ist so viel besser zum Teil als, oder beziehungsweise, jetzt klingt das falsch, wenn ich das so sage, aber eine Ausbildung hat einige Vorteile, die du in einem Studium definitiv nicht hast. So. Und habe ich denn, nee, ich habe die Kettensäge nicht bei mir im Inventar. Eine der Sachen wäre halt zum einen einfach, dass du Geld verdienst. Twitch sollte wie YouTube den Sub für 1 Euro einführen, da würden Safe noch mehr rein, dann war also Win-Win-Situation. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit... Achso, ich laufe jetzt gerade nur hin und her wie ein Affe. Warte, 1, 2, 3, 4... Ja doch, mache ich das jetzt zum Boden. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit Twitch da halt Geld weggeben muss. Im Sinne von Überweisung, Kram und sowas. Wobei dadurch, dass halt viel über PayPal zahlen, vermutlich nicht mehr irgendwas, ne? Bis jetzt bietet Twitch aber auch sehr viel mehr als YouTube. YouTube muss so günstig sein, damit Leute es überhaupt in Erwägung ziehen. Aber ich finde, YouTube hat einige Sachen, die Twitch definitiv nachholen könnte oder sollte. So zum Beispiel finde ich, was YouTube cool macht, ist, du kannst in der Streamaufnahme spulen. So, ne, dass du halt nochmal irgendwie zurückgehen kannst, wann immer du möchtest. Zum anderen habe ich bisher bei YouTube nur Streamer gesehen, wo man die Einstellung, ne, also nochmal 27p, 480, 360 oder sowas haben möchte, dass man die einstellen kann. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich Leute schaue, die das automatisch schon immer konnten. Aber das würde ich mir halt auch einfach wünschen für jeden auf Twitch.
So, und dann ist es halt mit dem Subs, dass man dafür 99 Cent was eingeben kann. Finde ich echt gut. Na, weil so ein Euro ist leichter zu verschmerzen als ein Fünfer. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, natürlich hat dafür Twitch die Kooperation mit Amazon, dass du halt, wenn du Amazon Prime hast, hast du ein kostenloses Abo, was du raushauen kannst, ohne dass der, ohne dass der Streamer da irgendwie was Negatives raus hat, aber trotz alledem, finde ich, kann man das dann auch nicht irgendwie so richtig, ne. Ich meine, Twitch nimmt ja so oder so 50% von deinen Viewern. Neben dem Fakt, dass YouTube-Streaming sehr viel unhandlicher und unvariabel ist für den Streamer selbst, ist es natürlich so, dass viele Streamer Twitch-only sind. Das heißt, die Emotes, die du pro Abonnent bekommst, kannst du auch problemlos fahren. Das nutzt du nicht nur bei YouTube-Streamern. Und ich bin schon mit Discord, wodurch die Emotes dann auch auf einer sehr großen Text- und Sprachplattform. Ich meine, YouTube und Discord können auch, aber da kann ich mich jetzt irren. Ich meine, das, was mir halt hauptsächlich immer wieder einfällt, ist der Fakt, dass, wie genau mache ich das jetzt? Was mir halt immer wieder einfach nur einfällt, ist der Fakt, dass du dich halt für eine Plattform so ziemlich entscheiden musst. Die Kooperation mit Amazon sagt, Twitch ist das Eigentum von Amazon. Ja, ja. Ist ja fast das Gleiche. Inwieweit es unhandlich ist, ich habe selbst damit noch nicht gestreamt. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe halt von einigen YouTubern, denen ich folge, Cryptic Fox zum Beispiel, der streamt quasi nur über YouTube. Crusher P, Musikerin, die wechselt jetzt auch auf YouTube-Streaming um. Ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Twitch da jetzt einen Competitor hat. Und natürlich schließlich ist noch die Frage, das weiß ich schlichtweg nicht, wie viel vom YouTube-Ertrag beim Streamer selbst dann landet und ob 99 Cent zu Dollar unterstützend sind. Twitch ist und bleibt sehr viel Einstellung und Smart Contract. Ja, ich müsste einfach mal gucken. Also ich sag's mal so, ich gehe davon aus, würde ich jetzt anfangen auf YouTube zu streamen, würde es mir persönlich als Streamer schaden. Einfach weil meine Viewerbase auf Twitch rumhampelt. Und das ist auch okay so. Bin ich mal ganz ehrlich. Es ist, soll sich niemand schlecht fühlen dafür, dass er sagt, ich mag Twitch aber lieber. Ne, insbesondere wenn ganz viele andere der Streamer, die man guckt, auch auf Twitch nur unterwegs sind. Ne, wäre bei mir auch nicht anders. Naja. Streaming auf YouTube hat in meinen Augen ein großes Manko. Die meisten YouTube-Nutzer wollen Video und Demand nicht Live-Content, habe ich so zumindest festgestellt. Ich glaube, da kommt so ein bisschen drauf an. Also dadurch, dass es halt automatisch ein YouTube-Video danach wird, ist es ja eigentlich so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man mich fragt. Aber ich glaube, da kommt es dann auch auf den Kanal an. Ne, sprich, wenn du schon immer ein Livestreamer warst auf YouTube, glaube ich, ist das weniger schlimm. YouTube Gaming wurde eingestanzt. Ich denke, du hast in der Chart auch wieder mindestens 50-50, was Vertrag angeht, aber wenn du halt 10 mal so viele Leute haben für 99 Cent statt für 4, lohnt sich's halt schon. Ich meine, hier ist die eine Sache, die ich unangenehm oder doof finde im Vergleich zu Twitch. YouTube gated den Streamer sehr viel härter als Twitch. Um Twitch-Affiliate zu werden, musst du 50 Follower haben und 3 Durchschnittsviewer, was relativ gut, also und relativ einfach zu erreichen ist. Auch für kleinere Streamer, wenn man mich fragt. Auf YouTube musst du, damit Leute dir subben können, 1000 Follower haben, also 1000 Subscriber. Und ich finde, auf YouTube ist es schwieriger. Gerade weil es halt eine Video-on-Demand-Plattform ist, Leute zu bekommen, also diese 1000 Follower zu bekommen.
Na, das ist so der Hauptunterschied, den ich habe festgestellt. Ich brauche noch mehr Treppen. Ich meine, ich habe meine 20 bis 30 Standardleute, von denen die Hälfte mich abonniert hat, circa. Wenn die jetzt nicht nur halb, sondern alle mich abonniert, bin ich nicht besser dabei. Ich fände es halt einfach schön, wenn man die Möglichkeit hätte. Oder das ist natürlich die Frage. Also 5 Euro ist natürlich ein okayer Einstieg. Ein Fünfer, in Anführungszeichen, kann man mal ausgeben. Aber so ein Fünfer ist trotz alledem halt auch eine Menge Geld, ne, wenn man drüber nachdenkt. Wenn du ein Schüler bist, ist ein Fünfer schon eine Menge. Aber Schatten, die machen doch einfach alles Sub for Sub, dann funktioniert. Hattest du das mitbekommen bei... Als YouTube ihre Partnerrichtlinie nochmal verändert hatte und dann halt quasi alle, die auch damals eingegroßvatert wurden, auch rausgeworfen hat. Na, unter dem Thread waren tausende von Sub-for-Sub-Kommentaren, wo ich mir ausgedacht hatte, Leute, nein. Gönnst du mir für kleine Creator nicht automatisch mehr Viewer? Ich glaube, es ist wie, oder ich sehe weniger den Aspekt darin, dass du mit günstigeren Subs mehr Viewer bekommst, sondern ich sehe daran den Aspekt, dass Leute, die finanziell schwächer sind, sich es eher erlauben können, kleine Creator zu unterstützen. So wurde zum Beispiel ja auch bei Patreon, als Patreon sagen wollte, dass das, wenn man Geld plätscht, dass das teurer wird für den, der das tut, aber der Content Creator die gleiche Menge rausbekommt. Irgendwie sowas war das. Ist ja auch ganz viel rumgemeckert worden, zu Recht, finde ich. Na, weil so ein Euro kannst du mal eben ausgeben und Fünfer ist schon dann wieder eine Sache, wo man ein bisschen länger drüber nachdenken muss. So, ja. So bin ich auch meinen Partnerstatus losgeworden, Mod. Aber ja, 50 Follower, 3 regelmäßige Viewer ist halt wirklich einfacher. Insbesondere, ich glaube, du musst noch 12 Streams machen? Irgendwie sowas? Und 12 Streams gehen in Ordnung. Ich meine, ich hatte relativ viel Glück damit, dass mir auf die Beine geholfen wurde, ne, von Zottel und Krienchen sowie von Anachron. Dass ich da relativ schnell an die 50 Follower als auch die 3 Durchschnittsviewer kam. Ich glaube, ich hatte nicht mal einen Monat gestreamt. Aber trotz alledem, ja, es steckt halt auch für Twitch ein bisschen Grind dahinter, aber halt weniger als für YouTube, finde ich. Die Wartungen sind schnell erreichbar, 7 bis 8 Tage und sie sind drin. Oh, für mich nicht. Not. Hätte ich keine Hilfe gehabt, dann bei mir definitiv nicht. Spielst du momentan eigentlich auch WoW? Dadurch, dass das Spiel momentan überpräsent ist, bekomme ich auch total Lust, es zu spielen. 12 Euro im Monat sind mir nur etwas zu viel. Es gibt genug Alternativen. Bis Level 20 kann man kostenlos die Startedition zocken. Ja, bei WoW ist das Ding, ich habe keine Lust mehr so auf MMORPGs. ich hatte mich in Runes of Magic so ziemlich satt gespielt mit MMOs und seitdem habe ich halt nie wieder eins also ich habe immer mal wieder welche angefangen, aber halt nie lang gespielt und dann ist es für mich nicht wert, die 12 Euro auszugeben für ein Spiel, was ich ja so oder so nicht spielen würde oder nach kürzester Zeit wieder aufhören würde. Ne, da fokussiere ich das Geld dann lieber in Spiele, die ich einmal wirklich durchspiele, ne, Indie-Spiele zum Beispiel, die mir dann für den Zeitraum sehr gefallen. Ich bin halt mit meinen 100 Abonnenten von YouTube hier in Twitch reingegangen und nach kam durch Serbi dann die Follower. Bei mir nicht, not. Also, ich habe wie du schon meintest, einen Euro hat man halt mal. Irgendwie ist meine Taste dabei ein wenig hängen geblieben. Gradzeichen, J, Gradzeichen. Gradzeichen. Oh, das sind die Anführungszeichen, die ich noch vorgelesen habe. Schade. Mod, vielen lieben Dank für deine großzügige Spende. Vielen, vielen lieben Dank.
bei mir ist es andersrum gewesen, Not. Meine Follower auf Twitch folgen mir auf YouTube. Wobei ich halt, ich hatte damals gesagt, oh, ich bringe auch noch immer regelmäßig YouTube-Content. Macht euch dabei keine Sorgen. Ja, gelogen habe ich anscheinend. Moin Dampfmammut, was geht ab bei dir? Wobei, finde ich ein bisschen schade, die Leute, die halt auf YouTube mich dann abonnieren, davon scheint sich niemand an meinen alten LPs zu interessieren. Hm. Warte, ich hab dafür sogar einen Emote. Warte. So. Was eigentlich momentan mit den Mann los? Gestern und heute fuckt er ja hart ab. Was? Was ist, was meinst du mit Mon? Das weiß ich, was ist momentan mit dem Mon los? Das musst du mir kurz erklären. Da verstehe ich wieder was nicht. Ich hatte eine Zeit lang all deine Videos. Das ist wahr. Ich müsste eigentlich, eigentlich müsste ich wirklich nur ein bisschen mehr Frostpunk machen. Weil Frostpunk kommt sehr gut an. Halt wirklich sehr gut. Aber ich, dadurch, dass ich in das Spiel so ein bisschen Zeit vorinvestieren möchte, läuft da, ne, sind immer so große Pausen zwischen. Ach, was mit dem Mond los? Ah. Ich weiß nicht, bei mir ist Regen. Also ich sehe den Mond nicht. Kleines Mittagsschläfchen gemacht. Ups, das Beste. Richtiger Mond-Hater, ey. Melly mag Sailor Moon nicht.